Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Haus Flippers. Ja, in der Vorfolge ist es also gerade abgestürzt, das Spiel. Ich bin jetzt hier. Ich bin mal gespannt. Ich habe ein Foto bekommen. Das habe ich euch nicht vorenthalten. Und zwar das hier. Ich habe das nicht gemacht. Es kam einfach. Ich weiß nicht, ob jetzt hier eingebrochen wurde und mir die Tür geklaut wurde. Das sehen wir jetzt. Nein. Ich glaube nämlich auch nicht, dass man hier, dass hier einer einbrechen kann. Glaube ich. Absolut nicht. Okay, also das Spiel ist auf jeden Fall abgestürzt, wo ich zurückgegangen bin. Jetzt gehe ich zu Hackers Haus wieder. Ah, da sind die Personen, die Interesse haben. Gut. Was habe ich zuletzt gebaut? Hier drin oder irgendwas, ne? Dass das nur da ist? Jo. Jo. Ich komme noch einen Deckenventilator auf jeden Fall hin. Okay, bei der Klimaanlage braucht man keinen Deckenventilator. Also nun wirklich nicht. Naja. Ich persönlich wäre jetzt wieder so. Ist günstiger wegen Strom. Decken. Ja. Egal, bauen wir hin. Und in diesem Zimmer sind wir fertig. Jetzt gehen wir mal in das nächste kleinere Zimmer. Ohne dass was ausläuft, vielleicht mal. Sieht aus wie so ein kleines Gesicht, ist mega geil. So, oh, oh. Hier kriegst du ein kompaktes hin. Bling, bling. Na, ich wusste es. Einmal ganz kurz. Ah. Bisschen nervig, ehrlich gesagt. Hä? Das zeigt er mir das schon an. Wisch. Achso, hier drin. Wollte ich eigentlich. Hier gibt es doch nicht so viele Auswahlmöglichkeiten an Fliesen und so. Werde ich dann noch mal gucken. Oh, das schnelle Gedrehe, das ist eklig. Von dem mit... Ich wusste es. Von diesem Motion Blur. Mensch, pack das jetzt heran. Duschen wir schon zusammengebaut haben. Jetzt erkennt man es auch echt gut, wo man drücken muss. Achso, ich wollte gerade sagen, unten läuft irgendwas. Aber. Und es leckt nicht mehr. Gut, der Neustart war vielleicht gar nicht mal so. Ui, schlecht. Und diese schöne Dusche ist fertig. So, den einen gefällt das. Den. Beide. Aber die da oben, die so mit der Oma da. Nein! Geh weg! Du kriegst das nicht. Ah, definitiv nicht. Das geht gar nicht. Da fehlt der Platz vorne und links. Daher ich auch nicht immer die gleichen anschließen möchte an Toiletten und so. Mache ich das schon mit Absicht, dass ich immer mal wieder andere nehme. Hier kommt auch noch Mortadellenpapier hin. So.
So. Hier kann. Ah, ja, warte mal, hier kann doch dieser eine Schrank hin. Dieser Kehrschrank, sag ich mal. Naja, Wasserkocher. Hat ja auch einen Wasserkocher rein. So. Seht ihr diesen Unterschied? Ich auch nicht. Deckenlampen. Theoretisch. Hier und hier. Scheißegal. Sieht okay, das ist sehr. Immer noch. Immer noch. Nee, das war, ja. Ungefähr. Ah nee, ist ja die Dusche, ups. Das war dann falsch. So, es gibt doch Handtücher. Ich hab doch mal Handtücher gesehen hier. Wie sieht's denn damit aus? Wo waren die denn? Halt, bin ich hier fertig soweit? Jo. Jo. Hier brauche ich eigentlich nochmal einen Schrank, was, um was, also. Für Zahnbürsten. Ja, das gibt's ja hier alles nicht. Aber ich denke jetzt so, was bräuchtest du tatsächlich? Hm. Die passen ja alle nicht. Das hier schöner. Ah, ist auch teurer. Oh. Ah, ganz ehrlich. Die passen alle hier nicht rein. So. Drauf geschissen jetzt hier. Zö da mit der Tür. So. Laminat. Ich nehme mal das hier. Verdammt, wie kriege ich das Loch dazu? Kriege ich den Löcher zu? Ich versuche es mal mit Gips. Bitte alles. Ja. Cool. Aber das da Scheibenkleister. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin. Durch den Absturz sind doch noch alle Farben da, also komplett alle. Gut. Gut.
Scheißegal, muss leer werden. Ich will trotzdem wissen, wie kriege ich denn das Loch dazu? Scheiße, ey. Ich dachte einfach Teppich drüber. Scheiße. Ich weiß echt nicht, wie man das zukriegt. Ist das für ein Tresor irgendwie was? Jetzt habe ich ihn gekauft. Hat man denn einen Tresor? Ich packe ihn erstmal dahin. Ich brauche den Raum. Dringend. Okay, in dem Raum kümmere ich mich dann tatsächlich ganz zum Schluss. Wenn es gar nicht geht, muss ich mir halt ein Video mal angucken. Ich überlege gerade, wenn hier die Couch hinkommen würde. So ein bisschen so schräg. Dass hier dann so der Fernseher hinkommt. Das klingt erstmal. Hat hier auch einen schönen gesehen. Nein, nicht der. Der hier. Oh! Ja, schön. TV. Man soll ja gerade. Audio und Fernseher. Ja, Audio, ja, ja. Dicker Subwoofer, von mir ist auch zwei. Oh, ich liebe Subwoofer, ja. PC und so. Ach, es gibt einen Standventilator, tatsächlich. Da habe ich nicht mehr dran gedacht. Ah, verdammt, mein Geld! 2400! Es gibt einen PC. Ich glaube, es gibt keine Monitore dafür, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich gebe die Familie hier auf. Es regt mich ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Scheiße. Bei so einem großen Raum müsste auch eine große Heizung auf jeden Fall rein. Gerne auch zwei. Aber hier ist ein Ofen drin. Meine Eltern heizen nur so mit Holz. Finde ich zum Beispiel sehr gut. Kann ich leider nicht mehr, weil Wohnung halt, klar, logisch.
Schade. Was gibt's hier für Sofas? Das ist das Einzige. Ups. Wow. Halt das Erste. Sieht schön aus, aber das hier ist das Sinnvollste. Nee. Ich mag kein Leder. Ich mag kein Leder. Ist ja egal. Beine, ist mir doch egal. Klar, nimmt sehr viel Platz weg, aber hier kommt ja nichts weiter groß rein. Was mich nur ein bisschen nervt, ist, dass das hier ist. Ich will das hier putzen. Dass die TV-Buchsen und so hier sind. Also was kann man auch selber nicht holen. Verkaufen glaube ich selbst auch nicht, ne? Nee. Bisschen schade. Aber nun denn. Ich persönlich hätte gesagt, das ist so ganz gut. Noch eine. Ach, Monitor, doch hier, Monitor. HD-Monitor. Heftig. Wie groß war der? Ging gut. PC-Raum würde ich ja, an sich dann hier drin machen, weil ich hab's aufgegeben. Ich hab's leider aufgegeben. Das Himmelblau kann ich... Wenn ich mir mein Zimmer angucke, ist es eher auch weiße Wand. Ja, ich mach's weiß. Das ist grau, glaube ich. So ein Grau gewesen, ne? Das... Nee. Doch, ich glaube, das war das. Das verkaufe ich mal, weil das erkennt man nicht mehr. Ach, schade, schade. The fuck? Es hat sich alles geändert. Habe ich tatsächlich bei mir jetzt hier auch drin, so ein ganz normales, stinknormales Parkett, aber ich habe 15 Quadratmeter. Mein Zimmer. Ja, hier, nein, nicht Hammer. Pack den Hammer weg. Warum ist die oberste Familie immer noch da? Ich kann es nicht verstehen. Oder die sucht einfach so krass dringend. Kann ja auch sein, klar. Ja. Teppich habe ich jetzt nicht drin, aber muss ja auch nicht so aussehen wie mein. Schreibtische. Toll. Okay. Es gibt dunkles Holz gibt's noch. Zwei fette Boxen hier hin.
den anderen schön an die Tür, dass er vielleicht mal runterfällt. Das geht leider nicht. Nee. Bei der Hausbesichtigung, er macht die Tür auf und einfach den Lautsprecher runtergerubbt. Nee, geht eigentlich tatsächlich. Geht. Dann brauche ich aber auch kein Subwoofer, naja. So, HD-Monitor natürlich. Oh. Ja, gut. Ja, gut, der PC braucht man nicht sehen, der ist hässlich. Oh, es ist schon rot. So, ja, ich habe jetzt nur 30 Euro. Ist das Waschmaschine? Ach, cool. Waschmaschine kommt hier hin. Gut, ich würde trotzdem gerne hier aus dem Raum irgendwas noch machen können, machen müssen. Aber kriege ich hier Löcher zu? Ah. Ich hab noch Gips. Ich glaube nicht. Nee. Einigen wegputzen. Scheiße. Das kann ich auch nicht machen. Lass dieses Orange weg. Weg. Schwarz auf weg. Oder? Das ist beige. Das nehme ich. Habe ich jetzt? Nein. Oh, ernsthaft? Scheiße. Das ist grün, ne? Oh, so viel brauche ich gar nicht. Hier muss ich auch noch. Die Garage muss ich definitiv noch. Wie groß ist denn die? 28 Quadratmeter.
Hey, wieso habe ich 43? Achso, ich habe ja Farbe verkauft. Mit dem Loch nervt mich tierisch. Aber wie gesagt, ich werde mir ein Video angucken. Ich muss jetzt leider erstmal in der nächsten Folge. Die geht sogar mal kürzer. Wow. Ich werde mal gucken, wie man die Löcher zukriegt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt auch noch einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Tschüss.